Herzlich willkommen bei der deutschen Version von BizTalk. Ich bin Dirk Schmidt und moderiere gemeinsam mit Vanessa Tilburg unsere Talkshow. Hallo Vanessa. Hi Dirk. Heute haben wir zwei Gäste, und zwar Karin Burger und Tom Friedländer. Ich glaube, das wird heute extrem unterhaltsam und spannend und interessant. Erzählt doch mal bitte etwas über euch. Ja, grüß Gott aus München. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung. Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt, der Dirk und ich, und haben uns schon eine ganze Zeit immer mal wieder ausgetauscht. Und dann habt ihr uns heute hier eingeladen. Lieber Dirk, liebe Vanessa, vielen, vielen Dank dafür. Und ich dachte mir, weil das gerade so gut in die Zeit passt, dass ich ein bisschen Lagerfeuer und Stimmung mitbringe und jemanden, ohne den ich das letzte Jahr wahrscheinlich nicht überstanden hätte, mein Freund Tom Friedländer aus Düsseldorf. Ja, vielen Dank. Ich kann es nur zurückgeben. Also ich glaube, das letzte Jahr hätte ich ohne Karin auch nicht überstanden. Insofern tun wir uns da nicht so viel. Hallo aus Düsseldorf. Vielen, vielen Dank, liebe Vanessa. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk, dass wir hier sein dürfen. Hi Tom, hi Karin. Ja, wir haben uns ja gerade schon ein bisschen unterhalten und ihr habt uns gebeten, mal zu erzählen, wo wir herkommen und warum wir hier überhaupt vielleicht eingeladen wurden. Und ich dachte, ich erzähle da eine kleine Geschichte. Wir sind im Februar 2020 und ich bin in London Heathrow am Flughafen. Bin gerade zu Besuch bei meiner ehemaligen Au-pair-Familie. Die Kinder, für die ich damals Au-pair-Mädchen gespielt habe, sind inzwischen auch erwachsen und haben wieder Kinder. Und an deren Eingangstür war ein Desinfektionsspender, als ich dahin kam und habe mir gedacht, was ist denn das? Und ich hatte schon von Corona gehört, aber ich habe es noch als Schnupfen abgetan. Und wir waren eine ganze Woche in London in den eng gefüllten U-Bahnen und das Virus war schon in der Presse, aber noch nicht bei mir angekommen. Und auf dem Rückflug stehe ich in Heathrow und plötzlich fällt mein Blick auf die Leute mit den Masken und denke mir, komisch, sind mehr wie früher. Es sind nicht nur noch unsere asiatischen Kollegen, sondern es sind plötzlich andere Leute mit Masken. Und dann klingelt mein Telefon und eine Freundin, die Ute, ist dran und sagt, Karin, was würdest du tun, wenn deine schöne Redneragentur einbrechen würde, weil ich bin bei einem großen Versicherungskonzern in der Führung und wir haben gerade eine E-Mail gekriegt, dass alle Präsenzevents bis Ende 20 abgesagt wurden und das weiß noch keiner, aber du weißt es jetzt und ich bitte dich, denk dir was aus, weil sonst gibt es dich bald nicht mehr. Und dann war mir schlecht und dann habe ich meinen Freund Thorsten Jekel von Jekel Consult angerufen, inzwischen Bro, ja, Tom und Thorsten und noch ein paar andere haben das Jahr zusammen echt wahnsinnig auf die Beine gestellt, weil der Thorsten Jekel ist Experte für digitales Arbeiten und der streamt schon lange und macht Online-Veranstaltungen. Und der sagt dann, ja, ach so, dann müssen wir ab jetzt halt hybride Veranstaltungen machen und aus von der Bühne live runter streamen. Und ich so, Wörter, Vokabeln, ich habe den gar nicht verstanden. Und dann habe ich ein ganzes Wochenende mit Thorsten und unserem Freund Michael Mierwald, der ist Kameramann, überlegt, wir hatten ja ganz viele Buchungen. Was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Veranstaltungen? Da kommen jetzt die Stornos, das war klar. Und habe mir das Vokabular und erstmal so die Überschriften reingezogen und habe meinen Kunden versucht zu erklären, was möglich ist. Und dann kam natürlich erstmal eine Stornowelle, logisch, wie bei allen. Wahrscheinlich auch viele, die hier zuschauen, die wissen genau, wie es im März war. Es war zum Kotzen, ja. Und dann habe ich meine eigene Coaches, ich bin auch Redner-Coach, angerufen und habe gesagt, ey, machen wir es über Skype. Ich weiß nicht, ob es geht. Wenn es nicht klappt, dann zahlst du nicht, aber ich möchte es gerne ausprobieren. Und dann kam ein Anruf von der Barbara Motschenbacher. Das ist unsere Freundin, die Chefin ist vom Alumni-Club der Universität Passau. Und mit der hatten wir eigentlich ein Präsenzevent geplant. Und dann habe ich gesagt, Barbara, wie wäre es, wir versuchen es virtuell. Und dann sagt sie, oh ja, das ist super. Und dann haben wir den Tom angerufen, dann unser Freund Ralf Schmidt aus Hamburg war dabei als Moderator und der Thorsten Jekel als wahnsinns toller Keynote-Speaker sowieso und haben für die Uni Passau das erste hybride, virtuelle, also wirklich pure Online-Event gemacht und wir hatten statt 50 Leute in München 400 Leute aus der ganzen Welt. Aus Moskau, aus Tom, sag, wo waren die alle her? Singapur. Ich kann mich vor allem auch noch schön daran erinnern, dass Barbara tatsächlich sich den Song gewünscht hat, der heute immer noch aktuell ist. Wenn ich spiele und die Leute mir zuhören, dürfen sie sich bei mir immer Songs wünschen. Und Barbara Motschenbacher hat sich damals den besten Song gewünscht. Das war nämlich Always look on the bright side of life. Und der ist aktuell bis heute. Also da kann man nichts gegen sagen, tatsächlich. Ja, leider brauchen wir es ja immer noch sehr. Gott sei Dank bist du da. So, und dann haben wir gemeinsam uns da reingeschmissen mit Haut und Haaren. Ich hatte kein sauberes Wochenende mehr.
Der Tom auch nicht, der Thorsten auch nicht und Emanuel Koch, wie sie alle heißen. Wir haben eine Wahnsinns-Crew, wir haben sie dann die Online-Event-Taskforce genannt. Und ich habe einen Newsletter geschrieben an meine 3000 Kunden und die waren alle in der Schockstarre. Wir waren natürlich dann alle. Dann war der Lockdown der erste und ich weiß noch, ob ihr euch erinnert, jetzt der Lockdown ist irgendwie geübt. Der erste war für mich wie so eine klebrige Suppe. Ich bin vor die Tür gegangen und habe immer gedacht, hier klebt alles. Und die Kinder waren zu Hause. Ich habe auch zwei Söhne, die sind 10 und 16, inzwischen 17. Und habe wie eine Wahnsinnige dieses Thema mir reingezogen und habe Tag und habe natürlich meine Mitarbeiterinnen erstmal auf Kurzarbeit gestellt, habe das gelernt, wie geht das? Ich habe auch natürlich Leute, für die ich die Verantwortung trage und habe die erstmal auf Kurzarbeit gestellt und habe den ganzen Flieger alleine geflogen und habe mit Tom und allen gelernt, wie das geht. Und dann haben wir jetzt bis heute 50 Online-Formate kreiert. Und angefangen habe ich ja auch als Agentur, das war mein erster Flyer. Ich habe das Management von dem berühmten Schweizer Gedächtnistrainer Gregor Staub gemacht und das war der erste Flyer, den wir verschickt haben. Ja? Und da war ich noch nicht, hatte ich noch kein Geld, da war der noch dünn, ja. Und dann habe ich die nächsten Redner kennengelernt in der German Speakers Association, das ist der Rednerverband. Und dann habe ich ein Mailing, immer eine Karte pro Quartal verschickt, ja. Ein neuer Redner, hallo, schau mal, was ich kann. Immer so, schau mal, was ich kann. Und der Michael Rossier, ein unglaublich talentierter Mensch. Und dann habe ich, immer mehr Redner wollten zu mir, weil die Spaß hatten bei uns. Und dann habe ich irgendwie eine Box gehabt mit 25 Rednern und habe eine sehr edle Postkartenbox gemacht und schicke die einmal am Jahr an meine Kunden. Wer mich kennt, hat die auch. Das ist wie so eine Kochbox mit wunderschönen Karten. Und dann haben wir letztes Jahr vor Corona, ohne zu wissen, was uns blüht, meine Agentur in ein Keynote-Kino verwandelt. Und dann habe ich solche Karten verschickt und keine Boxen mehr. Als Keynote, hier ist so eine Eintrittskarte, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja. Und die kann man auf meiner Webseite sich anschauen, den Film. Gleich oben links. Und der Tom hat die Musik komponiert für mein Keynote-Kino. Siehst du auch auf meiner Website. Und wir haben alle Redner nach München eingeladen und einen Film gedreht zusammen und haben die ganze Website mit Videos gespickt und wussten gar nicht, dass unser Keynote-Kino, nämlich sozusagen die Transformation meiner Agentur von dieser Box, wo ich Papier verschickt habe, in ein virtuelles Kino, ja, das war pure luck. Ich wusste ja nicht, dass das so wichtig würde. Und dann kam eben das Passauer Event und jetzt sind wir 50 Events weiter und viele Konzerte von Tom. Ich sage manchmal, ich mache das alles nur, damit ich den Tom dauernd hören darf. Es ist immer noch, ich habe noch nie so viel gearbeitet. Ich habe immer noch keine sauberen Wochenenden. Ich gehe nie vor 8 nach Hause. Meine Familie findet es super. Hi, die Mami ist da um 8, ja. Und jetzt kannst du mal deine Version erzählen, Tom. Was war denn, also wie hast du, was fällt dir jetzt noch ein zu dieser Zeit? Ja, bei mir war es natürlich auch unglaublich spannend. Also es war natürlich erstmal eine Zeit, ich bin normalerweise Sänger und Pianist und Entertainer und ich habe zwar schon immer in diese Welt des Business reingelugt und habe auch als Event- bzw. als Business-Schauspieler gearbeitet und habe immer schon großen Firmen geholfen, Veränderungsprozesse zu begleiten. Aber ich habe halt nie wirklich, wirklich ausschließlich in dem Business gearbeitet, sondern war eigentlich primär Musiker und spiele eben in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels am Barpiano oder habe halt eben in Top-40-Coverbands gespielt und Hochzeiten begleitet und all solche Sachen gemacht, die Musiker eben tun, wenn sie Berufsmusiker sind. Und dann kam halt eben diese Pandemie, die uns jetzt nun alle eben schon lange begleitet und im März gab es halt einfach 100% Storno, bei mir eben genauso. Und ich hatte halt keinen Auftrag mehr. Und dann gab es erstmal 2 Wochen einbuddeln. Da habe ich mich 2 Wochen eingebuddelt. Dann habe ich ganz viel geweint und ganz viel geguckt, was man so machen kann. Und dann habe ich mich aufgerichtet. Und dann haben wir halt eben gesagt, okay, was können wir tun? Dann habe ich mich mit Team Karimburger zusammengetan. Wir waren vorher schon liiert, wie man das so schön sagt. Also wir waren schon vorher zwar zusammen, aber wir wussten nicht, was wir jetzt tun sollten in der ganzen Zeit. Und dann kam halt eben genau dieses, okay, wir bieten den Menschen das live online an. Also wir können quasi die Präsenzveranstaltungen nicht adaptieren, aber zumindest verschieben auf eine andere Plattform. Und das war halt eben für mich ein leichtes insofern, dass ich Gamer bin. Ich habe halt eben seit über 30 Jahren, ich bin jetzt 36, spiele ich unglaublich gerne Videospiele. Und das kam mir dann zugute, weil es gibt eben eine Streaming-Plattform, die ist vor 7 Jahren gegründet worden, das ist Twitch.
Und da habe ich angefangen zu streamen vor 7 Jahren schon. Und das ist halt eben genau das, was ich jetzt als Erfahrung mitbringe und mitgebracht habe in diese ganzen Streaming-Devices. Ich weiß, wie man damit umgeht, nebenbei einen Chat zu lesen und trotzdem mit den Leuten zu interagieren und mit der Kamera zu spielen, mit dem Chat zu spielen und ich kann halt Klavier spielen gleichzeitig und den Chat lesen. Das ist halt einfach das einzige Multitasking, was ich kann, toi toi. Aber immerhin, also das kriege ich hin. Und das kam mir halt unglaublich zugute, weil das halt einfach eine Geschichte ist, die in den hybriden Events am Anfang gefehlt hat. Also es war eine hybride Events, war erstmal okay, alles klar, wir vermitteln den Leuten zwar den Content, den es bedarf, den wir den Leuten vermitteln möchten, aber darüber hinaus passiert nichts. Auf Präsenzveranstaltungen gibt es Essen. Auf Präsenzveranstaltungen gibt es auch vielleicht noch einen Musiker dabei oder vielleicht gibt es irgendwie mal einen Spaßredner dazwischen, der irgendwie die Leute auflockert oder was auch immer. Und das hatten wir online halt nicht. Und genau diesen Platz habe ich gefüllt. Ich bringe eben auf die Online-Events die Emotionen mit, die es bedarf, um auch ein Online-Event zu einem gelungenen Event zu machen. Genau, weil physische Events ohne diese Emotionen wären auch gleich nichts, wenn ich einfach ankomme, in den Raum laufe, mir den Redner anhöre und dann wieder gehe, so wie es ja bei Online-Events typischerweise ist, klick rein, klick raus. Dann habe ich daraus tatsächlich nichts mitgenommen, außer den Content, für den ich nicht vor Ort sein muss. Und ihr macht genau das, was jetzt super viele Leute anders sagen, geht gar nicht. Wir müssen wieder zurück zu den physischen Events, müssen wir generell, aber der Punkt war immer, oder der Punkt ist meistens, man kann sich einfach nicht so treffen, wie man es physisch kann. Und dabei geht es ja nicht darum, dass man Hände schüttelt, das darf man ja auch physisch gerade nicht, sondern es geht ja wirklich darum, dass man einfach die Emotionen digital nicht übertragen kann. Und ihr habt euch da mal geschwind Gedanken gemacht, ein paar kreative Leute zusammengesetzt und seid auf die Idee Wind. gekommen, diese Dinge, die da 1000 Stunden später. diese Dinge, die da fehlen, die würden natürlich bei einem physischen Event, wenn sie fehlen, genauso untergehen. Also das ist wirklich toll, dass man tatsächlich diese Emotionen, dass die auf andere Dinge spielt, als jetzt wirklich nur diese Veranstaltungen hingehen und weggehen. Das bringt natürlich auch nichts. Wir hatten es vorhin ganz kurz, dass du kommst ja aus dem Bereich wirklich Musik und Musik ist so wichtig, dass es schon wieder fast irgendwie vergessen wird, weil es schon irgendwie automatisch überall dabei ist. Wir hatten es vom Thema Film. Auch Film Ja, würde Filme. tatsächlich, ist ja digital, ne? Und würde Emotionen ja rüberbringen. Wir haben auch schon alle geweint und gelacht und geschrien und würde natürlich ohne Musik und ohne Geräusche und ohne den Sound dazu gar nichts Ja, es ist kommen. halt, wenn du Stücke hast wie. Jeder weiß sofort, in welcher Welt wir uns befinden. Also jeder verbindet sofort dieses kleine Stück Musik, das einfach komponiert wurde, um Harry Potter dahin zu bringen, wo er heute ist. Jeder weiß, was da passiert. Jeder hat irgendwie die Bilder vom Kopf oder hat die Bücher im Kopf. Und das ist eben das, was Musik macht. Ich habe das auch eben schon gesagt, ganz kurz, bevor wir live gegangen sind. Ich mache Horrorfilme stumm, wenn es spannend wird, weil für mich einfach dieses die Stimmung, die erzeugt wird in Horrorfilmen, dann kommen immer noch diese ganz, das ist so mies, ich kann das nicht. Wenn ich stumm mache, die Bilder, die machen mir nichts aus. Aber es ist ein Aber Trendchen für ja, also alle, die keine Horrorfilme gucken können, macht einfach stumm, das geht dann wunderbar. Guter Film. Und jetzt würde ich dich bitten, mal ein bisschen so eine Musik zu spielen, die die Spannung steigern lässt. So ganz dann, fangen wir ganz langsam an. Jetzt wird es dann gleich spannend, weil wir haben ja jetzt erzählt, so wo wir herkommen und ich mit meiner Redneragentur und dem Zusammenbruch meines Umsatzes und Kurzarbeit und viel Schokolade und. Und jetzt haben wir über die Monate, ich bin die Tochter einer Schneidermeisterin und wir schneidern für unsere Kunden Events nach Maß. Wir haben noch kein Format zweimal gemacht und haben gestern den Auftakt gehabt von unserem Meisterstück. Wir haben gestern den Jumbojet geflogen, ja, und zwar haben wir 42 Speaker aus 42 Live-Streaming-Studios. Tom, jetzt hier, Spannung steigt. Wir haben 42 Speaker aus 42 Streaming-Studios zusammengeschaltet auf drei Bühnen live auf der Online-Event-Expo. Und nur bei dreien hat das Mikro gesponnen und bei einem das Licht. Und ansonsten war es top. Thorsten Jekel hatte sein Streaming-Studio in Berlin.
Immanuel Koch mit dem Kollegen Dominik Munke in Osnabrück und die drei haben drei Bühnen live gestreamt. Und wenn man sich das vorstellt, 42 Studios mal einfach in eine Reihe stellen. Und dazu habe ich, und ich würde jetzt mal die Bildwelt, die ich geschaffen habe, ich habe mir eine Traummesse gebaut, weil das kann man auch seit Corona, muss man ja zu Hause bleiben und darf ganz viel träumen. Und das tue ich seit Monaten und habe mir eine Firma gebaut, wie ich sie gerne hätte. Und ich werde jetzt mal kurz den Bildschirm freigeben. Könnt ihr das sehen? Ja, kannst du es nochmal? Genau, jetzt super, perfekt. Ist es groß so? Ja, jetzt ist es perfekt. So, und habe mir eine Traumfirma gebaut. Und mein Sohn hat schon gesagt, oh ja, Mama, die bauen wir. Also jetzt gibt es sie in meinem Kopf und so soll sie aussehen. Sie soll in der Natur sein. Wir haben eine Messe gebaut, das ist ein Vertical Garden mit ganz viel Grün. Hier links seht ihr Plant for the Planet und die Klimahelden. Ich bin als Agentur seit 1.1. Klimaheldin. Ich habe eine Klimabilanz erstellen lassen von meiner Steuerberaterin zusammen mit den Klimahelden und werde ab heute und tue es schon seit Januar alles, was wir tun, ausgleichen mit Klimazertifikaten. Hier bitte googeln und mitmachen. Das kann jeder. Das ist ganz einfach, kostet auch nicht viel. Ich glaube, bei mir waren es, ich weiß nicht, wie viele Tonnen CO2. Habe auch das Event, muss ich noch fragen morgen. Wir hatten 500 Teilnehmer und auch da wird ja sehr viel Serverleistung verbraucht und auch die werden wir wieder ausgleichen. Und ihr seht ja hier, we are open. Das Tolle an diesem Format ist, ich weiß nicht, ob ihr die Avengers kennt. Kennt ihr Tony Stark? Wer kennt Tony Stark? Muss ich passen. Den Iron Man. Iron Man. Genau. Iron Man. Iron Man. Der hat auch eine Messe gebaut und hat sie ein Jahr lang offen. Und ich bin wie Tony Stark, die Iron Woman. Wir haben eine Messe gebaut, die ein ganzes Jahr online sein, offen sein wird. Und ich zeige euch mal jetzt auf den Charts, wie die aussieht. Ich habe jetzt keine Live-Präsentation. Das ist der Eingangsbereich. Und dann kommt man in meine Traumlobby. Die würde so aussehen. Da sitze ich schon mit einem Kaffee. Und hier kann man sich umsehen und auf der Plattform, die wir hier verwendet haben. Wir haben viele Plattformen natürlich, aber hier ist es Expo IP. Jekyll und Partner, mein Freund Thorsten, ist Partner von dieser Firma, die dieses Portal programmiert hat. Genial, genial. Und da haben wir eben diese virtuelle Welt geschaffen, wo du, da blinken dann überall so kleine Punkte und dann kannst du eben hier einen Messerundgang machen, über die Stände laufen, du kannst zum Schultalk gehen. Wir haben ganz viele Schulspeaker. Oben gibt es dann noch eine Navigation. Und wir hatten eben diese drei Bühnen, die grüne, die blaue und die bunte Bühne. Der Tom hat den ganzen Tag durch die bunte Bühne moderiert mit ganz vielen Rednern. Und dann konnte man eine Übersicht bekommen, wer alles dabei war. Das ist unser Vertical Garden mit den ganzen Ständen, mit den wirklich tollen Speakern, die wir gestern hatten. René Bourbonus ist neu bei uns. Sebastian Wächter ist neu bei uns. Ich kann jetzt alle Namen aufzählen, aber es sind die großen. Felix Finkbeiner von Plant for the Planet war live dabei mit seinem Vater Friedjof Finkbeiner. Das hat uns sehr geehrt. Und ja, ich hatte natürlich auch meinen Stand, den Stand von Team Karin Burger, wo man auch schon sieht, hier neu links oben diese fette Kamera, die steht für das, was wir jetzt tun. Das wäre vor einem Jahr noch nicht so gewesen, da wüsste ich gar nicht, was das ist, ja. Und da kann man sich dann eben, wenn man die Messe besucht, www.onlineeventexpo.de, im Moment muss man sich noch einloggen, aber ab nächster Woche wird der Zugang frei sein. Wenn wir die Filme geschnitten haben und geputzt haben, dann darf es jeder besuchen, wie eine freie Webseite. Und dann kann man sich hier durchklicken und ganz viel entdecken. Und dann kommt man, wenn man hier auf die Kamera klickt, auf den Stand hybride Events. Das ist das, was wir können. Hier sind neue Produktionen, die wir zeigen in der Mitte, wo man sich die Filme anschauen kann. Unser Regisseur Ulrich Thon aus Berlin, der hier sehr klug erklärt, um was es geht bei hybriden Events. Dann Immanuel Koch, der erklärt, was es im Studio, wenn du die hybride, er nennt immer das Blech aufbaut. Ja, also hier links auf dem Flyer sieht man ganz schön auf dem Roll-Up, was da so an Technik gebraucht wird. Und das ist nur das kleine Besteck. Wir haben auch noch das große Besteck. Dann gibt es Künstler wie den Tom, die haben auch einen Stand. Und auch bei ihm sind hier natürlich der Film und hier werden auch Veranstaltungen stattfinden. Der Tom wird hier und da Konzerte geben in seinem Showroom. Den verlinken wir dann mit einem Zoom-Raum und dann kann man sich da treffen und austauschen. Und dann gibt es den Stand für unsere Schulen. Wir haben über 1500 Schulveranstaltungen in der echten Welt gemacht. Und jetzt geht das natürlich auch online und wir haben hier unglaublich gute Leute, die Themen anbieten, die für Eltern und Kinder und Schüler ganz wichtig sind. Und ich möchte zum Beispiel hier Kelechi Onyele, den viele aus dem Fernsehen kennen, das ist der Mentaltrainer von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dann Matthias Wald, ein unglaublicher Mensch, der über Suchtprävention spricht an Schulen und aber auch für Firmen. Dann der beste Gedächtnistrainer, den ich kenne, Gregor Staub. Die Dominique Macri, deutsche Poetry-Slam-Meisterin, die mit den Kindern eine sagenhafte Arbeit macht.
der Tom auch, der sehr viel Erfahrung als Pädagoge hat oder in der pädagogischen, künstlerischen Arbeit mit Jugendlichen und selber ja auch. Was bist du für ein Tänzer? Das habe ich jetzt vergessen. Hip. Ganz viel. Ich habe tatsächlich eine Musical-Ausbildung gemacht und ich bin Siehst du? Video. Ja. Ja. Ich habe mal Ballett getanzt, aber das war vor Corona. Das war vor Corona. Muss ich erstmal die Schokolade weglassen, dann geht das auch wieder. Und hier sind eben unglaublich der Doktor, Professor Dr. Weidner von der Universität Hamburg, der wahnsinnige Projekte hat. Also hier für Schulen, ja, holt euch die Leute auf in die Unterrichtseinheiten. Wir sind da. Wir machen das auch online und natürlich, wenn es dann wieder geht, auch in echt. Dann haben auch Autoren ihre Stände. Hier ist zufällig mein Buch. Ich bin die Autorin von den Werbehexen und freue mich über jeden, der sich über das Buch freut. Und da kann man eben auch, werde ich Bücherlesungen machen. Habe gerade schon mit dem Straubinger Tagblatt ausgemacht, dass wir für die Grundschüler von Straubing eine Lesung machen. Und die werden wir auf diesem Stand hier machen. Ja? Da gibt es dann hier einen Zoom-Raum und da kann man dann rein. Das ist unser Technikpartner, der Thorsten. Ohne den geht gar nichts. Gibt den schönen Satz, den hat gestern jemand gesagt, auf Thorsten Jekel hören heißt siegen oder lernen. Und dann haben wir noch Künstlerinnen dabei gehabt, gestern die Odile Lüken, die ein wahnsinns interaktives Angebot macht, wo sie Kunden ihre Box schickt und dann kann man in der Session mit den Kollegen Siebdruck machen und tolle Sachen kreieren. Und andere Technikpartner, hier haben wir Leute, die Alexa für dich programmieren und genau, und dann haben wir vorhin ja darüber gesprochen, was Tom gesagt hat oder auch du, Vanessa. Das Treffen ist so wichtig. Wie kriege ich denn die Umarmung hin irgendwie? Und wir haben hier über die Plattform WonderMe den Messemarktplatz gestaltet gestern. Und da konnte man die Redner, Moderatoren und Künstler live treffen. Schade, dass ich es jetzt nicht zeigen kann, aber ich habe auf LinkedIn, wer da schauen will, heute einen kleinen Film hochgeladen, wie das aussieht. Da bewegt man sich dann als kleine Kugel über den Bildschirm und es bilden sich Tische und Kreise. Und haben uns live mit den Leuten getroffen. Und dann hat eine Kundin geschrieben, Frau Burger, es hat sich fast so angefühlt wie knutschen. Das fand ich ganz schön. Genau. Aber es ist wirklich an alles gedacht und ihr habt richtig tolle Tools verwendet. Jetzt WonderMe ist eins davon, aber auch, dass ihr da im Prinzip zu den richtigen Themen die richtigen Leute verlinkt habt, die drei Bühnen und das eben auch wirklich live mit Entertainment. Da ist ja, kann man wirklich nichts sagen. Da fehlt wirklich nur noch der Kaffee und den kann man sich auch wirklich zu Hause machen. Ja, und da haben wir hier sogar tatsächlich die Münchner Kaffeerösterei ist ein Freund von mir, der Steve McAuley, der die gegründet hat mit seinen Kollegen und der hat vor ein paar Tagen eine Tochter gekriegt. Und dann habe ich der Tochter zum Geburtstag geschenkt, dass wir die Münchner Kaffeerösterei in Form von Kaffeetassen in die Messe streuen. Und wenn man hier auf die Kaffeetasse drückt, dann sieht man den stolzen Vater, wie er erklärt, was die da mit künstlicher Intelligenz auf Kaffeeplantagen machen. Total crazy. Und der Kaffee schmeckt gut, genau. Ja, dann stoppe ich mal Tom, meine Präsentation. Erklär mir doch mal noch ein bisschen genauer, was du jetzt da so gemacht hast. was mache ich im Endeffekt? Also ich bin so ein bisschen der Kleber zwischen allem und ich füge alle Schnittstellen zusammen. Also wir haben ja vor allen Dingen zu Beginn dieser ganzen Online Welten festgestellt, dass das nicht alles immer ganz reibungslos läuft. Also irgendwer hat sein Mikro nicht an, ist nicht zu verstehen oder irgendeine Zoom-Schalte funktioniert nicht. Also das haben wir selbst bei Wetten das schon gehabt, dass wir irgendwie nach außen in die Außenwette geschaltet haben und es hat nicht funktioniert. Und insofern, genau in diesen Momenten bin ich immer da und überwinde quasi für den Zuschauer diese awkward moments, dass der sie gar nicht bemerkt, sondern dann wird einfach schnell zu mir geschaltet, ich spiele den Liedchen und dann, wenn die Regie soweit ist und alles wieder ready ist, dann können wir wieder rüberschalten und es gibt einen smoothen Übergang. Das ist so meine Main-Aufgabe ist halt, wie gesagt, eben so den Glue, den Kleber dazwischen zu schaffen, dass ein Event halt wirklich zu einem emotionalen Event wird. Wie gesagt, ich kann moderieren oder eben halt eben auch als Co-Host da sein. Die Älteren unter uns, die kennen vielleicht noch Harald Schmidt und Manuel Andrack, der eben mal neben Harald Schmidt da war und für ihn der Sidekick war und sich mit ihm unterhalten hat. Und dann gab es aber auch noch Helmut Zerlett, der hat irgendwie mit seiner Band Musik gemacht. Und ich bin so ein bisschen der Manuel Andrack und Helmut Zerlett in einem Und Harald Schmidt. und Aber Harald Schmidt da muss irgendwann. auf einer richtigen Veranstaltung, da, wie du gerade gesagt hast, das passiert ja ständig. Also wenn Technik und Menschen involviert sind, da passiert einfach immer was, was nicht passieren hätte sollen. Also sind wir mal ehrlich.
Und dann hast du aber normalerweise natürlich nicht die Gelegenheit zu sagen, ich klicke mich raus, weil du bist ja eh schon da, du bist wahrscheinlich noch von einem anderen Kontinent gekommen oder zumindest mal angereist, also gehst du nicht mal eben so weg, weil jetzt das Mikrofon nicht funktioniert. Aber klar, online, ich gehe kurz den Kaffee und dann mache ich noch 2 Mails und 2 Stunden später, und wenn du dann halt die Chance nicht hast, weil da kommt gleich was und da kommt was, was angenehm ist, dann bleibst du einfach da. Da ist diese ganze, die Wettbewerber, so die in einem Raum sind, die sind dann einfach mal ausgeschaltet, weil es geht einfach weiter, es ist die Pause nicht da. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ich muss auch ganz tatsächlich, also genau, ich finde, Tom, da musst du ja ziemlich schnell reagieren. Ich will mal schnell was trinken. Mach mal. Tu das. Spiel mal schnell Musik. Mach jetzt Pause, genau. Mach mal Pause. Mach mal eine Pause. Das ist sehr gut. Ich finde, wir machen eine kleine Pause. Das finde ich gut. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute, also ich finde tatsächlich Online-Events anstrengender als Präsenzveranstaltungen. Aber das ist vielleicht auch nur meine Sichtweise, weil ich halt tatsächlich immer präsent sein muss. Weil natürlich, wenn du der Ausfallanker für so eine Veranstaltung bist, sitzt du natürlich auch einfach die ganze Veranstaltung da und verfolgst sie und guckst, dass halt eben alles so läuft, wie es laufen soll. Ne? Und wenn ich standing alone, walking in time, dass du das Feedback nicht bekommst, wie jetzt als Musiker auf einer Bühne, und man sieht die Leute, darauf reagieren sie oder darauf nicht, vielleicht schwenke ich mal in ein anderes Genre oder so, das fehlt dir ja jetzt komplett dann. Ja, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, also wir hatten eine wirklich prägende Veranstaltung, wo ich gesagt habe, okay, es ist einfach unglaublich und es lohnt sich so. Wir hatten den Krebsinformationstag. Den haben wir letztes Jahr gemacht, der Krebsinformationstag. Und normalerweise kommen da so um die 800 Leute oder 700 Leute Präsenz hin und informieren sich halt eben über ihre Krankheit. Da gibt es dann ganz viele Professoren, die bereitstehen und Frage und Antwort sich stellen. Und wir hatten über 1.500 Leute an dem Tag online. 1.900, Schatz, 1.900. Ja, 1.900, guck mal, so viele. Mhm. Und die haben sich halt eben online dazuschalten können, weil es auch viele gab, die normalerweise gar nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer Krankheit Präsenz zu so einer Veranstaltung zu gehen. Und die hatten dann eben online die Möglichkeit, an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Und die waren so dankbar. Erstens darüber, dass sie teilweise auch ihren Familien ein bisschen mehr den Hintergrund zeigen konnten, was es für sie bedeutet, diese Krankheit zu haben, aber eben auch begleitet zu werden durch mich, durch Musik, durch Emotionalität, eine Veranstaltung zu haben, auf der man sich wohlfühlt und auf der man nicht einfach nur denkt, okay, jetzt bin ich derjenige, der jetzt meine Frage stellt und irgendwie, ne, sondern es war eine Veranstaltung und es war für sie gemacht. Und die haben halt unglaublich wertschätzende Dinge danach gesagt. Und das ist viel, viel mehr wert, als jeder Applaus mir jemals geben könnte. Ja, und der Tom ist ja dauernd in Interaktion. Wir haben Slido, also wir machen Umfragen, wo du sagst, hey, holt mal euer Handy raus, QR-Code. Und dann fragt der Tom, macht einen QR-Code in seinen Bildschirm und dann scannst du den. Und dann fragt er dich, hey, 5 Lieder, welches wollt ihr hören? Dann voten die und dann freuen die sich. Und dann macht er auch immer über den Chat, der sagt, haut in den Chat, was ihr hören wollt. Der sieht die nicht, aber da ist ein unglaubliches Leben im Chat. Und dann schreibt der Dirk rein, ich hätte gern zum Abschluss noch Bruce Springsteen oder Tom Waits. Und dann spielt der Tom den für dich. Ja. Apropos Abschluss. Karin, wie geht's weiter? Jetzt sagen wir mal, wir haben Impfungen, wir haben bald Medikament, alles wird gut, Corona gibt es bald nicht mehr. Gehst du wieder zurück? Nein, ich bin eine Umweltkämpferin und ich finde, dass wir so viel Dreck sparen, dadurch, dass wir ganz gezielt in Formate gehen können. Und ich erlebe in unseren Formaten, und wie gesagt, das waren schon viele jetzt, dass Leute vorbeischauen, die wirklich interessiert sind. Und die schauen sich die 2 Stunden an und gehen zurück in die Küche, machen Spaghetti für die Kinder, die gerade im Homeschooling sitzen. Und auch Eltern, die eine Riesenchance haben, plötzlich Teilhabe zu bekommen an Formaten. Und wir müssen auch meine Redner nicht mehr nach, ich muss den Herrn Professor Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker nicht nach Athen fliegen für eine Stunde Vortrag, wo 150 Mitarbeiter von irgendeiner Firma hingeflogen werden. Das ist Dreck in die Welt blasen, den wir nicht mehr brauchen. Das heißt nicht, dass ich nicht echte Events liebe, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass Dinge immer hybrid angeboten werden, dass auch wenn Corona uns irgendwann, weil wir geimpft sind, in Ruhe lässt, den Tom live auf der Bühne haben, aber es wird eine Kamera geben, die den Tom in die Welt überträgt. Und dann können auch Leute von woanders zuschauen, die eben nicht ins Auto steigen möchten. Und ich glaube, die Zukunft sind die hybriden Events.
Es ist optimaler im Prinzip für die, die tatsächlich auch in der Nähe wohnen und das bewerkstelligen können. Die sind wie immer dabei, aber es wird noch vielen mehr die Möglichkeit gegeben für, ja. Das finde ich super, dass im Prinzip Corona uns so viele Chancen ermöglichen, die, auf die wir gestoßen wurden, die es sonst wahrscheinlich gar nicht gegeben hätte oder vielleicht erst in 10 Jahren und in Deutschland erst, weiß ich nicht wann. Absolut, nein, davon bin ich überzeugt und ich habe so viel Freude und auch, das darf man gar nicht sagen. Und wir haben auch im Umfeld, ich bin über 50, wir haben viele Eltern verloren im Freundeskreis an Corona. Und das ist eine schwere Zeit. Ich kann meine Eltern nicht sehen. Mein Vater ist 89, meine Eltern sind alt. Ich kann sie kaum besuchen, weil sie eben noch nicht geimpft sind hier in Bayern jetzt. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden. Und auch meine Söhne, die natürlich sich jetzt da eingerichtet haben in diese neue Welt und auch Schule seit 9. Dezember sind die nicht mehr in der Schule. Jetzt haben wir März, ja, das ist krass. Aber die haben sich auch arrangiert. Und wir haben halt jetzt 4 Arbeitsstellen zu Hause. Und jeder hat sein Laptop und sein Zeug. Und für mich, und wenn ich das noch in einem Satz erzählen darf, im Januar 20 war mir so ein bisschen langweilig, weil meine Arbeit war so, als würde ich so Basketball spielen und der Basketballkorb hängt auf Bauchhöhe. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn was zu einfach ist, da freut man sich nicht. Also du triffst immer in diesen Korb und denkst, ja, und das ist aber jetzt auch nicht toll. Und dann kam Corona und hat mir diesen Basketballkorb so hoch gehängt, dass ich den gar nicht mehr gesehen habe. Und dann fing ich immer an, da drauf zu werfen und manchmal habe ich das Netz rascheln hören. Ach, ich habe getroffen, aber es war mehr Zufall. Und irgendwann wuchs ich dann mit der Zeit auf die Höhe meines neuen Basketballkorbs. Und jetzt hängt er immer noch echt hoch, ja. Und meine Jungs, die Crew, der Tom, der Thorsten, der Emanuel, die challengen mich jeden Tag mit neuen Apps und Anwendungen. Aber ich bin jetzt auf die Höhe von diesem Basketball gewachsen und jetzt spiele ich erwachsenes Basketball. Und ich habe als Karin viel mehr Spaß an meiner Agentur wieder, als ich vor Corona hatte. Und deswegen kann ich nur sagen, also ich arbeite mehr als vorher, aber ich habe auch mehr wieder Spaß. Das Das Team ist so. Marien Burger lässt nicht den Kopf im Sand stecken. Nein. Und Das ihr kriegt jetzt noch Blumen für die Einladung. Oh. Und ein Abschiedsjingle. Ein Abstieg, genau. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für uns zu gehen. Oh. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dankeschön. Das war eine ganz besondere Ausgabe von BizTalk. Dank euch beiden, Karin und Tom. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Vanessa. Wir werden das intensiv beobachten, wie was ihr da so weiter veranstaltet. Hut ab. Vielen Dank, dass Vielen ihr lieben da seid. Dank. Und wer Vielen Dank. informiert werden möchte, was auf unseren Bühnen, wir hacken ja schon wieder neues Zeug aus, was auf den Bühnen der Online-Event-Expo 21 noch so passiert, kann mir einfach auf LinkedIn oder Facebook oder dem Tom eine Nachricht schicken oder auch eine E-Mail und dann informieren wir euch. Und auf LinkedIn sieht man auch immer, was ich tue. Da bin ich ja, wie du, Dirk, sehr unterwegs. Genau. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Prima. Dankeschön. Macht es gut. Dankeschön. Ja, ihr auch Wiederschauen. bitte. Wiederschauen. Ciao. Ciao.